Nico Sommer wurde wegen Nötigung auf der Landstraße zu einer Geldstrafe von 3.400 Euro verurteilt. Seine gesamten Ersparnisse sind jedoch für die Therapiekosten seiner einjährigen Tochter vorgesehen. Deshalb sitzt der Familienvater für 40 Tage hinter Gittern. Anwalt Floristan Gödings startet einen Zeugenaufruf. Daraufhin meldet sich Ivo Ermakova. Sie haben im Internet nach Zeugen gesucht? Genau. Ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Ja, haben Sie was gesehen? Gesehen? Ich kann Ihnen sogar alles auf Film zeigen. Alles aufgenommen. Sie haben alles aufgenommen? Ja. Ja, also das ist natürlich so eine Sache mit diesen Videoaufnahmen im Auto. Aber erzählen Sie mal, warum haben Sie überhaupt ein Videogerät in Ihrem Auto? Wissen Sie, in meinem Heimatland Russland, da hat fast jeder so ein Ding am Auto. Um gerade so eine Sachen wie Unfälle später vor Gericht für sich zu behaupten. Okay. Um da keine Probleme zu bekommen. Ich verstehe. Ja gut, also diese Dashcam-Problematik, die ist mir bekannt. Das ist nämlich vor Gerichten selten verwertbar. Aber wissen Sie was? Wenn Sie schon mal dabei haben, dann gucken wir rein. Ja, klar, gerne. Zeuge Ivo hat die vermeintliche Nötigung gefilmt. Aus diesem Video geht für Anwalt Floristan Gödings ganz klar hervor, dass sein Mandant Nico unschuldig ist. Das ist ja wirklich sehr interessant. Da sieht man tatsächlich, dass nicht mein Mandant den Herrn Weber nötigt, sondern genau umgekehrt. So sieht es aus. Und ich dachte mir schon die ganze Zeit, den sollte man eigentlich die Pappe wegnehmen, so wie der fährt, aber... Also das ist wirklich sehr interessant. Sagen Sie mal, wäre das möglich, dass Sie als Zeuge bereitstehen für eine weitere Verhandlung? Ja, klar, sehr gerne. Also ja? Dafür... Gut, dann würde ich vorschlagen, schicke ich Sie ganz kurz zu meiner Sekretärin. Mhm. Ich ziehe mir derweil eine Kopie von der Aufnahme, wenn es möglich ist. Sehr gerne. Und dann sind wir hier in einer Viertelstunde auch wieder fertig. Okay, ja? Alles klar. So machen wir das. Dann lassen Sie es kurz liegen und ich bringe Sie kurz vor. Wir haben ja einen unglaublich wichtigen Zeugen hinzugewonnen und natürlich auch ein Video, obwohl die Verwertung vor Gericht ja, problematisch ist. Drücken Sie es mal so aus. Ich muss jetzt auf jeden Fall auf die Frau Sommer einwirken, damit sie ihren Mann überzeugt, für die Sache weiterzukämpfen. Denn die Chancen sind gut. Floristan Gödings macht sich sofort auf den Weg zu Maren. Der Rechtsanwalt will ihr von dem Zeugen und dem Video berichten. Doch in dem Haus der Familie trifft er zunächst auf Marens Ex-Freund Max Willings. Hallo, ich wollte zu Frau Sommer. Ja, die ist gerade nur kurz nach oben, weil okay. Die Lilly geschrien hat. Aber kommen Sie rein. Ja. Sie müsste eigentlich gleich wieder runterkommen. Ja. Ja, sie war heute auch so ein bisschen durch den Wind, deshalb bin ich jetzt hier, um sie ein bisschen zu unterstützen. Ja, aber. Okay, und wie geht's der Frau Sommer denn so grundsätzlich? Naja, die ganze Sache nimmt sie natürlich schon sehr mit. Aber ich meine, ich als Freund bin da und wofür sind Freunde denn da? Na ja, klar. Ach, da kommt er gerade. Ah, Frau Sommer, hallo. Oh, Herr Gödings. Aha. Ja. Ist alles in Ordnung? Hat Nico Sie angerufen aus der Haft? Ja, es ist alles in Ordnung. Ich habe sogar gute Neuigkeiten für Sie. Und zwar haben wir einen Zeugen gefunden, den Ivo Ermakov. Und der hat Videoaufnahmen gemacht von dem besagten Tag von der Nötigung mit Ihrem Mann. Und der kann zweifelsfrei feststellen, dass nicht Ihr Mann den Herrn Weber genötigt hat, sondern genau umgekehrt. Aber das ist ja... Wow! Ich meine, dann kann doch jetzt Nico aus der Haft raus. Es ist nicht ganz so einfach. Also wir haben natürlich einmal den klassischen Zeugen, und das ist der Herr Ermakov, der kann das natürlich aussagen. Die Videoaufnahmen allerdings, das ist von der Dashcam, das ist in Deutschland nicht ganz so einfach. Teilweise wird das vor Gericht nicht zugelassen. Also es gibt wohl eine aktuelle Entscheidung, die ist ganz gut ausgefallen. Ja, muss man sehen. Ne? Und bei Nico könnte das auch zugelassen werden? Das ist so die Frage. Also eine Entscheidung wurde nicht gegen das Datenschutzgesetz verstoßen. Das heißt, also keine Personen wurden gefilmt und kein Kennzeichen wurde abgefilmt. In dem Video von dem Herrn Ermakov werden auch keine Personen gezeigt. Deswegen, okay. Die Chancen stehen nicht schlecht. Ja, so muss man es sehen. Und was schlagen Sie jetzt vor? Naja, also momentan steht es ja 2-2. Wir haben einmal die Aussage von Ihrem Mann und von dem Herrn Ermakov gegen Herrn Weber und dessen Freundin. Das ist auf jeden Fall eine enorme Aufwertung für die Berufung. Was ich jetzt machen werde, ich werde zu Herrn Weber fahren und ihn mal mit dem Video konfrontieren. Ich will mal wissen, warum er einen unschuldigen Menschen belastet. Das Video zeigt deutlich, dass Herr Weber und seine Freundin lügen. Die Frage ist jetzt nur, warum? Warum belasten die einen unschuldigen Menschen, ohne dass sie mit ihm in konkreter Verbindung stehen? Und genau dieser Frage muss ich nachgehen, denn die ganze Sache ist faul. Anwalt Floristan Gödings will unbedingt herausfinden, warum Ralf Weber und Freundin Saskia Brenner seinen Mandanten Nico belasten. Warum bringt das wohlhabende Paar einen unschuldigen Familienvater hinter Gitter? Hallo, kann ich Ihnen helfen? Hallo Frau Brenner, ja, können Sie. Ich bin Rechtsanwalt Gödings und ich vertrete den Herrn Sommer. Sie wissen schon, das ist der Herr wegen der Nötigung im Straßenverkehr. Okay, und was suchen Sie dann hier? Der Prozess ist doch schon längst gelaufen. Da haben Sie zwar grundsätzlich recht, aber
Wir haben ein Wiederaufnahmeverfahren angestrengt, und zwar deswegen, weil ein Video aufgetaucht ist, das beweist, dass Sie eine Falschaussage getätigt haben. Das glaube ich ja nicht. Tja, ich würde mich ganz gern und auch nur kurz mit Ihnen und Herrn Weber unterhalten, wenn es möglich ist. Ich weiß zwar nicht, ob der mit Ihnen reden will, aber na gut, kommen Sie erst mal rein. Was haben Ralf Weber und Saskia Brenner zu verbergen? So, vielen Dank. Ralf, Schatzi, das ist der Anwalt von diesem Nico Sommer, von dem... Ja, hallo, Rechtsanwalt Gödings. Ich will Sie auch gar nicht lang von Ihrem Sportprogramm abhalten, ich komme gleich zur Sache. Und zwar geht es nochmal um den Unfall. Es ist ein Video aufgetaucht und es zeigt auch die Situation der Nötigung auf dem Straßenverkehr. Allerdings passt das Video überhaupt nicht zu dem, was Sie im Gericht gesagt haben. Weiß ich. Ich kenne das Video nicht. Ja, also ich helfe Ihnen gerne auf die Sprünge. Also in dem Video ist ganz klar zu sehen, wie Sie Herrn Sommer provozieren und nicht andersrum. Ach, vielleicht ist das Video unvollständig. Fakt ist, dieser Herr Sommer, dieser Kerl, der hat mich genötigt. Und es ist so gewesen, wie ich es vor Gericht ausgesagt habe. Hm. Wie Sie vor Gericht ausgesagt haben. Oh, Frau Brenner, vielleicht erzählen Sie noch mal ganz kurz, wie ist denn die Sache passiert? Wie jetzt? Wieso nicht? Doch schon alles vor Gericht gesagt. Sagen Sie noch mal kurz, aus dem Gedächtnis. Ganz kurz, Reichansatz. Wie ich schon gesagt habe, wir sind auf der Landstraße gefahren. Dann hat er uns die ganze Zeit ausgebremst. Und naja, was weiß ich? Ich meine, das war ein traumatisches Erlebnis für mich. Und darüber möchte ich auch gar nicht mehr sprechen. Das ist ja auch jetzt egal. Also, das ist so, wie wir es ausgesagt haben. Wenn Sie einen neuen Prozess hier anstreben und Spaß dabei haben, dann machen Sie es. Wir stehen da durch, oder? Ja. Also Spaß habe ich da sicherlich nicht dabei. Also für mich stellt sich nur die Frage, warum tun Sie das einem Menschen an? Ich meine, der ist unschuldig. Sie zerstören da einen Menschen. Nein, nee. Wissen Sie, so ein Verkehrs-Cowboy, der muss mal einen Dämpfer kriegen, wissen Sie? Und dass dieser Typ hier, dieser Sommer, der soll sich einfach nur im Straßenverkehr benehmen. Ja? Und mehr habe ich auch nicht zu sagen und möchte gerne bitten, dass Sie das Haus verlassen. Ich lasse in Ruhe, dann sehen wir uns vor Gericht wieder. Vielen Dank. Dass Frau Brenner hier gelogen hat, ist offensichtlich. Das merkt man schon in der Wortwahl und wie sie versucht, die Geschichte zu rekonstruieren. Das stimmt schlichtweg nicht überein, schon gar nicht mit der Geschichte, wie sie vor Gericht erzählt hat. Dieses Paar lügt. Es fragt sich nur, warum, denn zu dem Geldstatus hier passt das einfach nicht. Don't tell the gods, I left a mess, I can't undo what has been done. Inzwischen ist Maren auf dem Weg zu Nikos Arbeitgeber Kai Tornsch. Sie will ihm den Urlaubsantrag für die 40 Hafttage überreichen, wie es Nico mit seinem Chef vereinbart hat. Wie, 40 Tage Urlaub? Ich kann mich nicht daran erinnern, ihrem Mann Urlaub genehmigt zu haben. Ich versuche ihren Mann seit Tagen auf seinem Handy zu erreichen und kriege ihn nicht. Was ist los? Aber er ist doch in Haft. Da kann er nicht ans Handy gehen. Bitte? Wie in Haft? In Ersatzhaft. Das erklärt zumindest, dass ich ihn telefonisch nicht erreichen kann. Frau Sommer, Ihr Mann fehlt hier seit Tagen unentschuldigt. Aber er hat mir gesagt, dass Sie zugestimmt haben, dass er seinen Jahresurlaub nimmt und den Rest als unbezahlten Urlaub. Zwischen uns hat es keine Absprache gegeben. Ich kann mich nicht daran erinnern, mit Ihrem Mann jemals darüber geredet zu haben. Ich kann ja nicht wochenlang auf Mitarbeiter verzichten. Aber Nico ist gerade in Haft. Er kann jetzt nicht arbeiten. Er kann gern danach Doppelschichten schieben. Es tut mir leid, Frau Sommer. Wir müssen Ihren Mann entlassen. Ich habe da auch entsprechend schon ein Schreiben aufgesetzt. Das gebe ich Ihnen jetzt mit. Soweit es mir tut. Aber ich brauche jetzt meine Mitarbeiter. Und nicht in ein paar Wochen. Ja, das tut mir wirklich sehr leid für Sie und Ihren Mann. Aber ich habe jetzt auch den nächsten Termin. Ich wünsche Ihnen was. Wiedersehen. The evil within has never been greater. Maren informiert sofort Anwalt Floristan Gödings, der die verzweifelte Mutter zum Haftbesuch ihres Mannes begleitet. Die kranke Tochter, die Geldsorgen wegen der teuren Therapie, der Ehemann im Gefängnis und jetzt auch noch Nikos Kündigung. Maren ist mit den Nerven am Ende. Du bist sicher, dass ihr das richtig besprochen habt, nicht irgendwie zwischen Tür und Angel? Also, dass ihr das auch verstanden? Ja, es war alles ganz klar abgesprochen, definitiv. Ich meine, haben Sie das schriftlich? Leider nicht. Ich konnte ja nicht wissen, dass ich das schriftlich brauche. Es war eine Kleinigkeit eigentlich. Naja, also, wenn es eine Kleinigkeit gewesen ist und wenn hier auch eine Absprache stattgefunden hat, dann stellt sich schon die Frage, warum jetzt hier die Kündigung im Raum steht. Keine Ahnung, vielleicht hat es gerade ganz gut in seinen Kragen gepasst. Er konnte mich eh nicht leiden. Es ist so hinterhältig. Ich habe übrigens einen neuen Mitarbeiter gesehen. Vielleicht... Das ist ja dein Nachfolger und der hat dich schon ersetzt.
Ich weiß nicht, kennen Sie alle Mitarbeiter? Also ich meine, das wäre jetzt wirklich sehr schnell. Also für meinen Geschmack sogar ein bisschen zu schnell. Ihr Chef hätte quasi vorausahnen müssen, dass Sie nicht mehr zur Verfügung stehen. Nein, Schatz. Ich kenne auch nicht alle Mitarbeiter. Und nein, ich glaube das nicht. Aber auf dem Kicker hat er mich auf jeden Fall gehabt. Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Ich kann mich ja schlecht aus dem Knast bewerben. Also jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Wir gehen gegen diese Kündigung vor. Die ist nämlich rechtswidrig. Ihr Chef hätte sie abmahnen müssen. Das hat er nicht getan. Und außerdem gibt es wirklich Arbeitsgerichtsurteile, die zugunsten von Arbeitnehmern sprechen, wenn es um den Antritt von Ersatzhaft geht. Was heißt das? Naja, es kommt so ein bisschen auf die Länge der Ersatzhaft an. In Ihrem Fall sind es ja 40 Tage. Und das ist nicht lang genug, um hier eine Kündigung zu begründen. Es sei denn, Ihr Chef hätte irgendwie keine Möglichkeit, die Zeit zu überbrücken. Aber das trifft eher auf kleine Betriebe zu. Ich meine, wie viele Mitarbeiter hat denn Ihr Unternehmen? Ich weiß nicht, so knapp 150. Sehen Sie, da hat Ihr Chef doch wirklich alle Möglichkeiten, um diesen Ausfall zu decken. Ich meine, das können wir auch beweisen. Es gibt ja ein bisschen Hoffnung. Darfst du das nicht gefallen lassen von dem Typen? Weißt du, als ob wir nicht schon genug Probleme hätten im Moment. Das bringt mich auch so ein bisschen auf eine, tja, vielleicht auch bald hergeholte Theorie. Aber können Sie sich vorstellen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Nötigung, weswegen Sie hier sitzen, und Ihrem Chef? Nein, was soll es da für einen Zusammenhang geben? Naja, sagen wir mal so, also die Sache ist ja noch gar nicht klar. Hätten Sie Herrn Weber angezeigt, dann wäre es ja völlig verständlich, dass er sich wehrt. Aber so rum, es scheint mir doch so zu sein, dass Herr Weber auch bestochen sein könnte, dass er hier gegen Sie aussagt. Und vielleicht ist er auch von Ihrem Chef bestochen worden. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Naja, es wäre auf jeden Fall eine ziemlich billige Möglichkeit, um einen Arbeitnehmer loszuwerden, der ansonsten nur schwer gekündigt werden kann. Allerdings müssen wir dann auch die Zusammenhänge herausfinden. Das heißt, wir müssen herausfinden, ob es einen Zusammenhang zwischen Herrn Weber und Ihrem Chef gibt. Und wir müssen auch tatsächlich herausfinden, ob Ihr Chef nicht von langer Hand schon geplant hat, Sie loszuwerden. Aber wissen Sie was, da klemme ich mich dahinter, das bin ich raus. Ja. Wenn ich Neuigkeiten habe, also, dann melde ich mich bei Ihnen. Ja, ja bitte. Also mal Kopf hoch, das kriegen wir schon hin. Ja? Es gibt ziemlich viel zu tun. Als allererstes muss ich herausfinden, ob Herr Thor schon einen neuen Fahrer eingestellt hat. Ich meine, obwohl er meinen Mandanten erst heute gekündigt hat. Sowas lässt sich ja herausfinden und es wäre auch ein starkes Indiz dafür, dass er schon seit langem geplant hat, meinen Mandanten loszuwerden. Anwalt Floristan Gödings erkundigt sich auf Nikos ehemaliger Arbeitsstelle, wer der neue Kurierfahrer ist. In einem Gespräch mit dem neuen Fahrer Michael Dehner will er herausfinden, ob Chef Kai Torsch schon länger geplant hat, Nico zu ersetzen. Ach, entschuldigen Sie, sind Sie Herr Michael Dehner? Ja, da bin ich. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, Rechtsanwalt Gödings. Ich habe einen Mandanten, der hat hier gearbeitet, der Nico Sommer. Kennen Sie den? Nico Sommer. Puh, tut mir leid, den kenne ich gar nicht. Ich bin auch erst ganz, ganz neu in der Firma. Verstehe. Wie lange arbeiten Sie denn schon hier? Zwei Tage, also echt noch ganz taufrisch. Mhm. Aber das wussten Sie doch schon vorher. Wann war das Bewerbungsgespräch? Ich hatte keins. Ich kannte den Herrn Torch persönlich von meiner alten Firma. Und der hat mich vor circa 6 Wochen gefragt, ob ich nicht in seine Firma kommen möchte. Dann hätte ich meinen alten Jobkündigungsfrist gehabt und all sowas. Aber er wollte mich auch erst zu diesem Monat einstellen. Aber warum Ihr Mandant Nico Sommer will irgendwie die Firma verklagen? Dann sollte ich vielleicht nicht mit Ihnen reden. Ja, machen Sie sich mal keine Sorgen. Also es geht tatsächlich um die Entlassung, aber ich werde Sie da nicht mit reinziehen. Wie auch immer. Also haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Ich werde mal mit ein paar Leuten reden, die hier schon länger arbeiten. Ja? Okay, danke schön. Hat Kai Torsch eine Möglichkeit gesucht, Nico loszuwerden? Steckt er hinter den Nötigungsvorwürfen? Um das herauszufinden, sucht Anwalt Floristan Gödings gemeinsam mit Maren nach einer Verbindung zwischen Arbeitgeber und Kläger Ralf Weber. Und, haben Sie schon was? Also Profile haben beide auf verschiedenen Netzwerken, aber eine Verbindung habe ich jetzt nicht gefunden. Ja, also der Weber ist in Düsseldorf geboren und der Torsch in Kiel. Nee, also keine gemeinsame Jugend. Ich hatte so gehofft, dass Sie recht haben und wir zwei Probleme mit einem Schlag los sind. Ich sag mal so, also die Hoffnung, die geben wir noch nicht auf. Ich meine, vielleicht ist es auch eine ganz gute Idee, dass wir gar nicht zwischen der Verbindung von Herrn Weber und Herrn Torsch schauen, sondern zwischen Herrn Torsch und der Freundin von Herrn Weber. Obwohl, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die irgendwie die Strippenzieherin ist bei der ganzen Nummer. Das schien mir eher so, als ob sie von Herrn Weber gezwungen wurde, so eine Aussage zu tätigen. Die hat sich das letzte Mal, wo ich bei ihr war, auch mehrfach widersprochen. Mal, dass mir das nicht gleich aufgefallen ist.
Anwalt Floristan Gödings hat vermutlich eine Antwort darauf gefunden, warum sich Saskia widersprochen hat. Um seinen Verdacht zu überprüfen, zoomt er auf dem Video des Entlastungszeugen ein Standbild näher heran. Genau hier sieht man, dass die Frau Brenner überhaupt gar nicht auf dem Beifahrersitz ist. Die war gar nicht dabei. Ah, krass. Also, aber dann können wir das doch beweisen. Naja, das ist ganz offensichtlich eine uneidliche Falschaussage, die Frau Brenner getätigt hat. Und damit steht es nach all dem so, dass die Aussage von ihrem Mann und von dem Herrn Ermakov gegen die von Herrn Weber steht. Aber wie ist das? Meinten Sie nicht, dass das Video vielleicht vor Gericht gar nicht zugelassen wird? Das ist schon möglich, aber das weiß die Frau Brenner nicht. Wissen Sie was? Ich konfrontiere die einfach mal mit diesem Video und mit der Aussage und frage sie einfach mal, warum sie ihren Mann zu Unrecht verdächtigt. Das mache ich gleich morgen früh. Und dann melde ich mich bei Ihnen, sobald ich Neuigkeiten habe. Aber das kann auf jeden Fall enorm helfen. Ja? Melde ich mich. Danke. Viel Spaß noch. Danke. Also ich bin wirklich gespannt, wie die Frau Brenner reagiert, wenn wir sie mit dieser Falschaussage konfrontieren. Denn eine solche uneidliche Falschaussage, die ist strafbar. Und wenn ich lang genug diese Angst bei ihr schüre, dann bin ich doch mal gespannt, ob sie nicht endlich mit Reden anfängt. What if I wanted to break? Seit einer Woche sitzt Nico Sommer wegen angeblicher Nötigung auf der Landstraße unschuldig hinter Gittern. Insgesamt muss er eine Strafe von 40 Tagen verbüßen. Anwalt Floristan Gödings hat herausgefunden, dass die Zeugin Saskia Brenner überhaupt nicht als Beifahrerin dabei war. Nun will der Jurist die Lügnerin mit einem Beweisvideo konfrontieren. Sie Hallo. Schon wieder? Ja, nur ganz kurz, wenn es geht. Irgendwie. Okay, ich habe zwar keine Zeit, aber na gut. Wenn es schnell geht. Geht schnell. Aber bitte nur ganz kurz, ich bin verabredet. Ja. Ich komme auch gleich zur Sache. Und zwar geht es ja um Folgendes. Es gibt ein Video und das zeigt, dass Sie nicht auf dem Beifahrersitz gesessen haben. Ja? Das Video wurde aufgenommen von einem dahinterfahrenden Fahrzeug und das ist eigentlich soweit eindeutig. Das ist ja wohl lächerlich. Natürlich saß ich auf dem Beifahrersitz. Vielleicht sieht man das nur auf der tollen Aufnahme nicht, weil ich so tief im Sitz gesessen habe. Ja, was weiß ich. Also, Frau Brenner, ich bitte Sie. Ja? Also mich würde ja viel mehr interessieren, was Sie bewegt, hier einen unschuldigen Mann so wirklich zu zerstören. Also ich meine, was treibt Sie denn da an? Hallo, der hat uns voll provoziert? Ja, jetzt sparen Sie sich mal die ganzen Geschichten. Also das mit der Provokation, das sind die ganzen Märchen. Was mich interessiert, ist, was Sie antreibt. Ich meine, werden Sie irgendwie gezwungen, so eine Aussage zu machen? Oder vielleicht sogar bestochen? Sie wissen schon, dass diese uneidliche Falschaussage eine Straftat ist. Ganz ehrlich, das ist alles so lächerlich. Also ohne meinen Anwalt und ohne Ralf sage ich da gar nichts mehr zu. Echt, reicht mir. Anwalt Floristan Gödings nutzt die Gelegenheit, sich schnell umzusehen und entdeckt ein Uni-Abschlussfoto mit einem ihm bekannten Gesicht. Sie hätten ruhig schon gehen können. Ja, ich wollte nur die Tür aufhalten. Bitte schön. Tja, also auf diesem Uni-Abschlussbild habe ich wirklich eine sehr brisante Entdeckung gemacht. Und ich glaube, dass das Foto dafür sorgen wird, dass mein Mandant aus dem Gefängnis entlassen wird und dass dieses ganze Wirrwarr sich endlich auflöst. Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost. Bei Familie Sommer hilft Max Willings seiner Ex-Freundin Maren, für die einjährige Lilly ein Spielhaus aufzubauen. Maren ist unglaublich dankbar für seine Hilfe. Denn sie fühlt sich ohne ihren Mann Nico sehr allein. Ich hoffe echt, dass Nico bald wieder da ist. Du musst einfach nur positiv denken, ja? Alles okay? Ja. Ach komm. Sorry. Komm, das kriegen wir alles hin. Ach, Maren. Ist okay? Das ist doch gerade alles zu viel. Ich bin für dich da. Danke, danke. Bitte. Ich weiß, es wird schon wieder. Hm? Max! Was denn? Alles gut. Ja? Ja. Maren, ich liebe dich noch. Wir beide, das spürst du doch auch, oder? Nein, ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Da ist doch noch was. Ich wollte dich nur als Freund. Ja, aber das machst du dir selbst auch nur vor. Ich spüre, da ist noch was. Nein, das ist nicht. Da ist doch noch was. Ich liebe Nico. Das hast du völlig falsch Nein, verstanden. Ich liebe dich, ja? Ich liebe dich. Nein, es ist vorbei. Was ist denn mit dir? Arin.
Frau Sommer, ist alles in Ordnung? Ja, der Max. Was machen Sie denn hier? Tja, Herr Willings, zu Ihnen wollte ich. Ich dachte mir schon, dass ich Sie hier finde. Tja, es geht um ein Uni-Abschlussfoto, das ja meine Neugierde geweckt hat. Darauf sind Sie zu sehen, Herr Willings, und ein Herr Weber. Der Herr Weber, der Ihren Mann angezeigt hat. Du kennst Ralf Weber? Warum hast du uns das nicht gesagt? Das kann ich Ihnen sagen, Frau Sommer. Das hat er deswegen nicht erzählt, weil die beiden unter einer Decke stecken. Sie haben Herrn Weber bestochen, dass er den Mann meiner Mandantin anzeigt. Oh, warum haben Sie das gemacht? Nico war mein Freund. Mann, Nico ist dein Freund! Nico war mein Freund und hat mir meine Freundin ausgespannt. Also war Eifersucht das Motiv? Ja, Eifersucht war das Motiv. Ich meine, ich war mit ihr 8 Jahre zusammen und dann verlässt sie mich für Nico. Und ja, die bekommen sofort ein Kind. Mit mir wollte sie nie Kinder haben. So, Herr Willing, jetzt mal Butter bei die Fische, ja? Haben Sie Herrn Weber bestochen, dass er den Mann meiner Mandantin anzeigt? Ja. Marvin. Nee, Marvin, komm mir nicht zu nah. Max! Lass es gut sein, Herr Willings. Ja, ich hab den Ralf bestochen, damit er Nico nach der Arbeit abfängt, ihn auf der Straße abdrängt, damit der irgendwelche Dummheiten macht. Aber der liebe Nico, der hat keine Dummheiten gemacht. Dann haben wir ihn halt einfach trotzdem angezeigt. Ja, und Saskia war eine wunderbare Zeugin. Naja, und so ist es alles passiert. Ich sage Ihnen eins, es wird ein strafrechtliches Nachspiel für Sie haben. Die Polizei hat die Ermittlungen schon aufgenommen. Nicht nur für Sie, Herr Weber, sondern auch für Frau Brenner und für Herrn Weber. Marin. Mann, verpiss dich einfach und lass dich hier nie wieder blicken! Das ist für meine Mandantin jetzt natürlich eine ganz bittere Pille, dass ausgerechnet ein Vertrauter für die Intrige verantwortlich ist. Damit hat sie nun wirklich nicht rechnen können. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Unschuld meines Mandanten bewiesen haben. Und sobald die Polizei mit ihren Ermittlungen anfängt, dann kommt er auch ganz schnell aus dem Gefängnis wieder frei. Gleich am nächsten Morgen darf Maren ihren Ehemann Nico von der Haftanstalt abholen. Eine Woche saß der Familienvater wegen einer Intrige unschuldig hinter Gittern. Das Urteil wird in den nächsten Tagen aufgehoben. Endlich ist die kleine Familie wieder vereint. Ich bin so froh, dass ich erstmal. Meine kleine Prinzessin-Tochter. Meine kleine Maus. Mein kleiner Engel. Komm mal her. Oh mein Gott. Ich bin so froh, euch beide zu sehen. Mir noch viel mehr. Sie hat die ganze Zeit von dir erzählt. Ja. Wie geht's dir denn? Geht's dir besser mit der Therapie? Oh, super, wir machen so eine Fortschritte. Stimmt's, Spatzen? Wir üben auch ganz brav jeden Tag. Wie geht's dir? Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich bin so froh, euch zu sehen. Jetzt sind wir wieder vereint. Nichts kann uns mehr trennen. Ja? Der ganze Spuk ist vorbei. Max Willings und Ralf Weber wurden unter anderem wegen falscher Verdächtigung jeweils zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten auf Bewährung verurteilt. Saskia Brenner wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Geldstrafe von 2.400 Euro verurteilt.